Im Shinkansen, dem berühmten Schnellzug in Japan, und haben da ein günstiges Ticket für geschnappt. Und in 3 Stunden werden wir in der wunderschönen alten Hauptstadt ankommen und auf jeden Fall auf die Suche gehen nach mysteriösen Geishas und grünem Tee und alles, was wir so brauchen. Die Kimi hat mir einen Osterhasen mitgebracht. Schokoladen-Osterhasen. Überbleibsel. Wir haben vom Bahnhof von so einer netten Frau so eine Tüte bekommen mit ganz vielen Sätzen drin, hat die uns einfach geschenkt. Ist natürlich jetzt eine super Verpflegung für den Weg. Alles mit Gemüse und Obst gemischt. Himbeere, Beete und Trauben. Banane, Spinat. Kiwi. Haben wir hier Orange, Möhre, haufenweise Vitamine. Alles, was man braucht für eine lange Fahrt im Zug, ne? Inari ist im japanischen Shintoismus der Gott der Fruchtbarkeit, des Reises und der Füchse, welche als Boten des Reisgottes fungieren. 794 errichtet, gehört er zu den ältesten und bekanntesten Shinto-Schreinen in Kyoto. Besonders berühmt ist dieser Schrein für seine roten Tori, welche Spenden von Personen, Familien und Unternehmen sind. Sie wurden so dicht hintereinander aufgestellt, dass sie richtige Tunnel bilden, die auf verschiedensten Wegen bis hoch zum Gipfel führen. In der Hauptreisezeit ist es besonders im unteren Teil so voll, dass es beinahe unmöglich ist, ein schönes Foto zu machen. Wer sich allerdings etwas anstrengt und bis zum Gipfel hinaufsteigt, wird mit schönen Aussichten und einsamen Wegen belohnt. Der Bambuswald in Sagano, Arashiyama, gehört zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Kyoto. Die meterhohen Bambusstämme lassen nur ganz zart das Sonnenlicht durch und erzeugen so eine ganz besondere Atmosphäre. Ab 10 Uhr morgens kann es schon recht voll sein. Am besten also ganz früh aufstehen oder zum Sonnenuntergang den Tag im Bambus ausklingen lassen. Das sind übrigens auch die Zeiten, wo der Bambus noch ein bisschen schöner aussehen soll. Das war Arashiyama, der Bambuswald. Ob ich es empfehlen würde, kann ich jetzt gerade irgendwie, ich will nichts Falsches sagen. Es ist ziemlich ein kurzes Stück, voll mit Menschen. Das Wetter war jetzt heute, okay, teils sonnig, teils bewölkt. Das heißt, das Lichtspiel war jetzt nicht so überwältigend. Vielleicht in den Abendstunden, wenn es ein bisschen dunkler ist und die Bambus Stämme anstrahlen, das kann bestimmt eine ganz schöne Atmosphäre geben. Ansonsten, wenn die Anreise relativ weit ist, ist eines der bekanntesten Motive von Kyoto überhaupt, aber ob das gerechtfertigt ist, dafür irgendwie eine Stunde anzureisen und das in Kauf zu nehmen. Jetzt machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg. Wir haben einen Tipp bekommen zur besten Eisdiele
ich sag Japans, die Jungs sagten der Welt, aber ich sag mal Japans und auf jeden Fall Kyotos. Das überprüfen wir jetzt mal, ob das stimmt und ihr kriegt nichts ab, nein. Kyokinana im berühmten Gion-Viertel wird ausschließlich Eis aus Kinako, Sojabohnenpulver, hergestellt. Es gibt nur 6 Sorten, die alle sehr speziell sind. Klassisch Kinako, schwarzer Sesam, Azuki, rote Bohnen, brauner Zucker, Matcha und Beifuß. Wir haben uns für ein Set bestehend aus 3 Sorten entschieden, um die Eiscreme möglichst pur zu genießen. Es gibt aber auch verschiedene Eisbecher. Das Eis war super cremig und überhaupt nicht schwer. Definitiv eine Empfehlung. Der Eingang ist so unscheinbar, dass die meisten Leute einfach vorbeilaufen würden, aber ihr wisst es ja jetzt besser. Der Philosophenweg ist eine zwischen Kirschbäumen entlanglaufende 2 Kilometer lange Straße im Stadtteil Sankyo. Der Philosoph Kitaro Nishida, der auf diesem Weg regelmäßig zum Meditieren entlang lief, ist für seine Bekanntheit verantwortlich. Besonders im Frühling und Herbst ist der Weg besonders schön. Allerdings muss man den Weg dann auch hier mit vielen anderen Touristen teilen. In den Straßen links und rechts des Weges findet man viele Tempel und Schreine, die sicher einen Besuch wert sind. Unser Pech war an dem Tag leider das Wetter, das uns zur Umkehr gezwungen hat. Wenn ihr neugierig seid und wissen möchtet, wie es mit uns weitergeht und was man alles so in Osaka und Hiroshima erleben kann, bitte beim nächsten Mal wieder einschalten und den Abo-Button drücken. Danke! Ciao!